Dann wurde mir noch was zugeschickt über Instagram und zwar von jemandem, ich meine, die meisten von euch kennen ihn. Ich kenne ihn auch vom Sehen her. Das hier ist auch nur sein Zweitkanal jetzt. Ich hab den Erstkanal aber nicht mehr auf dem Schirm. Weiß nicht mehr, wie der Kanal heißt. Der Zweitkanal heißt auf jeden Fall Ticknu, wenn der euch was sagt. Ist ein lieber Herr, der mir aufgefallen ist durch sehr viele Let's Plays von Jurassic World Spielen. Unter anderem auch das Jurassic World The Game, das Mobile-Spiel. Und da wurde mir zugeschickt, ich soll mir doch mal von ihm die Trailer-Reaction angucken. Und das machen wir jetzt mal. Bin ich mal gespannt, was da jetzt so Kontroverses drin passieren soll, dass ich mir das unbedingt anschauen soll. So. Oh, das ist natürlich jetzt hier viel zu groß. So. Eine Reaction auf eine Reaction, jetzt ist es schon soweit. Ey, was hab ich früher über die Leute geflucht, die sowas machen? Mache ich aber auch immer noch. Ich fluche generell auch immer noch über YouTuber und über Influencer. Weil das alles Trottel sind. So. wird immer so bleiben. Okay. Aber guck ihn nicht mehr. Ey, ich finde ihn sau sympathisch eigentlich. Ich habe ihn auch abonniert. Aber, er wird mir auch nicht so häufig vorgeschlagen irgendwie. Also von ihm bekomme ich keine wirklichen Videovorschläge, obwohl ich jetzt immer meinen gesamten Kanal so ein bisschen ausgemistet habe von Abos, aber okay, wir gucken mal rein. Trailer Reaction. Zu Godzilla Kong Trailer 1 war es, glaube ich, gewesen, ne? The New Empire wird unglaublich. Hört sich ja schon mal sehr positiv an. Moin Leute, was geht ab? Heute gibt's was ganz Spezielles. Godzilla X Kong, The New Empire. Es gibt einen neuen Trailer. Er geht 2 Minuten 48. Ich will gar nicht wissen, was da passiert, aber 619.000 Likes spricht für sich. Hätte eigentlich viel mehr bekommen müssen. Also, let's go. Na gut, das kannst du ja noch nicht sagen, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Da würde ich erstmal abwarten. Warner Brothers Discovery. 10 von 10 sage ich jetzt schon. Das ist eine sehr frühe Wertung. Ist er so in Godzilla auch drin, in dem Thema? Weiß das jemand? Inwiefern er, da einfach jetzt auch so Ahnung davon hat, von der ganzen Nummer, weil er jetzt eben schon direkt sagt, 10 von 10 auf jeden Fall. Godzilla. Also ich habe nichts gegen die Farbe jetzt, ne? Aber... Was aber? Rosa? Ja. Ist das eine neue Art dann? Nein. Ich hätte mir Rot halt eher vorgestellt, wenn Mechagodzilla. Ja, rot. Rot würde auch geil aussehen. Godzilla? Aber rosa, also es passt voll zu ihm. Ja. Aber rosa hätte ich jetzt niemals gedacht, aber sieht verdammt gut aus. Das sieht halt echt verdammt gut aus, ne? Das sieht halt echt gut aus. Und ich glaube, inzwischen sind auch die meisten Stimmen so ein bisschen, also die dümmsten Stimmen waren ja wohl damals ja gewesen. Das war wirklich krass. Oder wirklich Leute geschrieben haben, ja, jetzt ist das alles Vogue, weil Godzilla ist jetzt pink. Das war, da habe ich mir gedacht, ihr seid doch alle durch mit der Welt. Jetzt kommt ihr mit so einem Thema an, weil ein atomarer Riesenlurch pinke Stacheln hat. Aber inzwischen, glaube ich, haben die meisten eher so sich damit abgefunden, mindestens. Ich finde es immer noch geil, das Design. Gefällt mir saugut. Rot wäre doch schwächer als blau. Warum? Es soll auch, ey, ich meine, der Regisseur hat ja mal irgendwie gemeint, dass diese pinken Farben ja auch im Kontrast zu dem Eis, das soll so ein bisschen an die Nordlichter auch erinnern. Aber trotz allem ist das Design doch nach wie vor einfach an Godzilla Millennium angelehnt. Das ist hundertprozentig mit da drin. Ja, Punkt. Aber rot würde natürlich gefährlicher ausschauen, ne? Als rosa jetzt. Keine Ahnung, mal gucken, vielleicht... Weiß ich halt nicht. Ich finde, Rot wäre wieder so 0815 so ein bisschen. Das sind so diese ganzen Standardfarben, die du halt immer hast. Und das jetzt sieht ja wirklich krass aus, finde ich. Laut der Strahlungsmessung. Ah, stimmt, da gab es ja mal diesen einen, diese Skala, glaube ich, wo die auch erklärt haben, dass Rosa ist das und das von der Strahlung her und bla bla bla. Ja, okay.
Ob die aber dabei so weit gedacht haben, das weiß ich jetzt auch nicht. Gab es da schon mal irgendwelche offiziellen Stellungnahmen dazu der Theorie? Die haben das wegen dem Barbie-Film gesagt. Ja, aber das ist Barbenheimer und sogar der Sebastian hat da ja mitgemacht. Sebastian von Filmstarts hat, glaube ich, auch erst mal gesagt, irgendwas ist Godzilla jetzt Barbie und sowas. Und ich sage, hör doch auf, dieser Witz. Ich finde das auch nicht witzig. Das ist so ein Witz, den kann man mal aufflackern lassen, mal so ganz am Anfang. Aber der kam ja dann ständig wieder. Und jedem hast du irgendwie gehört, na, ist das jetzt Barbie? Und es ist halt nicht witzig. Das ist wie wenn ihr so in der Kneipe hockt und irgendjemand, der auf jeden Fall schon zu viel Bier getrunken hat, bringt immer wieder denselben Witz. Und immer wieder, na, hast du verstanden? Das sieht schon geil aus. Und das wird mächtig sein im Film, ich sag's euch. Erfahren wir es noch gleich. Hier, ganz kurz nochmal, um auf die Augen einzugehen, sah ja auch wieder sehr blind aus, finde ich. Ja. Ich könnte es mir einfach irgendwie nur vorstellen, dass man damit auch so ein bisschen spielt, dass er vielleicht auch nichts hört und damit kann man auch noch irgendwie was, nichts sieht. Ihr wisst, was ich meine. Damit könnte man auch noch ein bisschen was machen. Ich liebe es! Und Godzilla, was ich geil finde, Godzilla ist nicht mehr so lahmarschig wie früher. Er kann sich bewegen. Warum hat das noch niemand so gesehen? Ich lese immer nur als Kritik in den Kommentaren, ja, guck mal, wenn Godzilla rennt, ist das ja voll blöd. Ich sehe das eher so wie er. Jetzt kann Godzilla endlich mal rennen. Jetzt braucht er nicht mehr 20 Minuten, bis er mal aus dem Wasser rauskommt. Ich fand es ja cool im ersten Film. Aber jetzt muss er halt auch mal ein bisschen Gas geben. Sieht immer noch aus wie ein Rancor auf Steroiden, aber das passt schon. Was? Scar King ist ein Orang-Utan, wegen was auch immer. Hä? Da verstehe ich jetzt die Kritik nicht daran, wenn das eine sein sollte. Er reagiert wie ein kleines, na normal. Also jetzt mal ohne Scheiß, habe ich da anders reagiert? Ich glaube, der Titel von meinem Video heißt doch, glaube ich sogar, das Kind in mir kommt wieder raus. Du musst hier wie ein Kind, du kannst dich auch hinsetzen und sagen, oh, ist eigentlich unrealistisch, weil theoretisch gesehen dürfte jetzt hier gar nicht kommen, mit der Hand aus der Wüste rauskommen, weil der Sand eigentlich eine viel zu dichte Dichte hätte. Das ist ja Quatsch. Da braucht er nicht extra Atomenergie, okay, ja. Ja, gut. Genauso wie Kong. Aber guck mal, die laufen weg. Ich glaube, diese mittlere Erde bricht zusammen. Nee, das ist eine krasse Theorie, wäre ich auch nie drauf gekommen, aber die laufen auf etwas zu. Die laufen auf Scar King und auf Shimo zu. Das weiß man jetzt ja inzwischen durch diesen einen Leak. Aber dass die wegrennen, ist auch interessant. Wäre eine interessante Theorie auf jeden Fall wie früher gewesen. Oder halt der große Uran-Uta ist hinter denen her. Warte mal, das war doch sein Arm. Dann steigen die aus der Wüste raus. Das war doch sein Cyborg-Arm. Aber ich weiß es nicht. Godzilla und Rosa? Ich weiß es nicht, warum. Wie gesagt, vielleicht erfahren wir das. Aber es sieht schon gefährlich aus. Aber Rosa? Und hier ist halt auch erste gelbe Ranger und Godzilla ist der rosane Ranger. Er sich aber auch... Aber das, ich raff's halt nicht, dass man sich so an dieser Farbe aufhängt. Mein Gedanke ist einfach nur gewesen, okay, krass geil, neues Design. Und das war's erstmal. Die ganzen Diskussionen sind dann ja erst aufgeflackert wegen euch. Ja, euch. Wegen dir. Da im Chat, in den Kommentaren. Weil dann da so krasse Diskussionen entstanden sind. Aber ich finde das immer noch mächtig. Ich finde, das steht total, total gut. Es gibt ein Bild, wo beide Parteien aufeinander... Ja, ich kenne, ich weiß, ja. Also Power Ranger. Ja gut, bin ich halt echt gespannt. Aber Rosa passt einfach irgendwie nicht. Weil sonst hat... Warum? Du warst doch eben gerade noch begeistert davon. Wenn dieser Film jetzt floppt, weil alle an diesem Rosa irgendwas auszusetzen haben, dann war es das mit dem Monsterverse gewesen. Ich will es nur einfach mal ganz kurz sagen. Wegen der Farbe. Hat man immer
so blau oder lila so, glaube ich, oder halt rot. Is that a mini Kong? Oh. Der sah ja aus. Noch das, dieses ganze Farbenspiel auch mit dem Pink, das gehört ja irgendwie auch mit zu der Thematik mit dazu, ne? Aber ich finde den Schriftzug, finde ich, immer noch saudämlich. Das hier, ich habe mich da nie dran gewöhnt. Das sieht immer noch aus, als hätte ich das selber gemacht mit dem Handy, mit so einer App. Mach dein eigenes Intro. So sieht es immer noch aus, finde ich. Aber dieses Farbspiel, gerade hier mit dem Blau, mit dem Pink, und das passt schon irgendwie dazu. Ja, ich find's nach wie vor geil. Immer so blau. Ich hab noch nicht mal den neuen Teil gesehen bis jetzt. Läuft bei uns halt nicht im Kino. So, er meint Godzilla Minus One, meint er, glaube ich. Keine Ahnung, warum, ey. Keine Ahnung. Haben wir noch welche? Dann ist er aber gar nicht so in dem Thema drin, ne? Ich glaube, er geht gerade davon aus, dass Godzilla Minus One da dazugehört. Das stimmt ja nicht. Würde Gott mal gerne in Godzilla, meinst du? Es gibt einen Trailer, der ist recolored. Ich meine, da haben die sogar die Farbe mit dem Pink rausgenommen und haben dann da eben Grün eingefügt. Musst du mal eingeben. Bei YouTube einfach. Godzilla Kong. Können ja mal ganz kurz selber reingucken gleich. Godzilla seems to be a super Saiyajin. Stimmt! Son Goku hatte auch rosane Haare. Vielleicht haben... Ja. Black. Ja. Haben sie sich da irgendwie ableiten lassen? Nee, die haben... Shin Godzilla war auch schon pink. Hatte auch schon pinke, leuchtende Effekte gehabt. Godzilla Millennium auch. Ich glaube, das ist dann eher naheliegend oder naheliegender, als dass die jetzt hier irgendwas von Dragon Ball sich abgeguckt haben. Das glaube ich nicht. Er ist wie Son Goku. Also wie gesagt, ich hätte eine andere Farbe viel mehr gefeiert. Aber ist Godzilla eine Sie? Ja, oder? Godzilla ist ja... Oh, das ist ein ganz gefährlicher Satz gewesen. Eine Sie. Wir müssen gleich mal in die Kommentare reinschauen. Aber trotzdem rosa, wie gesagt, also was haltet ihr davon? Ist, denke ich mal, vielleicht haben sie sich wirklich so ableiten lassen von Dragon Ball. Ansonsten kann ich mir das rosa dann nicht erklären. Oder wie die Diabos kommen. Ja. Ich finde es sehr witzig. Ey, aber ich würde es jedem, der da draußen rumheult, jetzt sieht er so weiblich aus, ich würde es euch einfach so gönnen, wenn Godzilla am Ende des Films irgendwie sein Geschlecht wechselt und dann einfach wirklich weiblich ist. Ich würde mich so für euch freuen. Dieses ganze Rumgeheule immer. Wir bekommen es halt im Film noch mit. Ja, wie gesagt, schaut am besten vorbei. Ey, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Kommi, Like oder ein Abo freuen. Habe ich gemacht. Ein Kommi habe ich nicht reingesetzt, aber ich habe ein Abo dagelassen, auch ein Like, bevor ich es schon gesehen hatte. Ja. Genau, ich hab ihn auf jeden Fall abonniert, aber ich glaube, er wird mir nicht so häufig vorgeschlagen, weil er so viele verschiedene Sachen macht. Er hat jetzt nicht diesen einen Fokus auf irgendein Thema, der macht so alles querbeet. Kann das sein? Und der Algorithmus merkt sich halt bei mir ganz krass, dass ich halt so ein Dino- und Monster-Freak bin. Deswegen wird mir das hier nicht angezeigt. Und das sonst Monster Hunter vielleicht noch eher dann, aber deswegen sehe ich da nicht allzu viel von ihm. Lasst uns jetzt mal ganz kurz in die Kommentare reinschauen. Ich bin sehr gespannt. Wir können jetzt einfach mal ganz kurz wetten. Ich schätze ihn nicht so, als würde er großartig Kommentare löschen. Außer wahrscheinlich, wenn sie halt wirklich unter der Gürtellinie sind. Was nachvollziehbar wäre. Wir gucken aber jetzt mal ganz kurz hier in seine Kommentare rein. Und wir wetten, dass der Kommentar Godzilla ist weiblich irgendeinen zur Weißglut gebracht hat. Gucken. Sekunde. So. Ist wieder nicht ganz... Ist ja egal. Du hast wenigstens die Kommentarspalte größer. Godzilla hat sich entwickelt. Das ist richtig. Wir geben einfach jetzt mal Punkte für richtige Antworten. Der Rosa, was Godzilla hat, ist seine neue Fähigkeit. Das Rosa, was Godzilla hat. Boah, was ein Satz, aber stimmt.
wie in der Fahrschule jetzt. Godzilla ist ein Er, okay? Und das Rosa ist wegen Shimo, damit er seine Kräftestrahl, seinen Kältestrahl aufhalten kann. Dieser Mini-Zuko ist der Sohn von Scar King. Er wird mit K geschrieben, Scar King übrigens. Und das ist auch nicht der Sohn wahrscheinlich. Da gibt's kein Like. Sieht geil aus, ich freue mich drauf. Sehr positiv eingestellt, finde ich auch gut. Und ich erst. Er hat auf jeden Fall Bock. Das finde ich doch immer sehr schön. Beste Video. Kann man auch mal mit einem Like belohnen. Auf die Reaktion habe ich gewartet von dir. Und sie ist, wie erwartet, großartig. Das Rosa könnte ein Anspielung auf Godzilla Millennium sein. Richtig, gibt einen Punkt. Hätte einen Vorschlag für die Reactions. Oh, jetzt kommt's. Achtung. Du könntest am Anfang nun erstmal das Video anschauen, ohne zu pausieren. Das ist voll witzig, weil ich mache das ja so, wie er das jetzt gerade schreibt. Ne? Ich gucke ja die Videos immer zuerst und danach quatschen wir kurz drüber und danach schaue ich die nochmal und pausiere die dann immer. Und mir schreiben sehr viele Leute, ey, musst du die zuerst durchlaufen lassen? Das dauert wieder zu lange einfach. Ne? Die ganze TikTok-Generation, die stört das dann natürlich. Du kannst den Leuten also nicht recht machen. Gibt auch kein Like, das finde ich, obwohl doch, sehe ich eigentlich genauso. Danke für die Reaction, gutes Video, mein Gott. Was? Danke für die Reaction-Videos, mein Gott. Okay. Godzilla ist ein Er im Monsterverse, auch richtig und ganz wichtig, Godzilla ist geschlechtsneutral bei Toho. Das rumst wieder im Kino. Das rumst auf jeden Fall im Kino, das glaube ich auch. Der andere Titan heißt Scar King. Ja, mit K aber geschrieben. Warum auch immer das mit K geschrieben wird, aber Scar King wird mit K geschrieben tatsächlich. Kommst du heute live? Wie Pink News schreibt, handelt es sich bei Godzilla ursprünglich um eine Riesenechse ohne binäres Geschlecht. Ja, ist richtig. Im Monsterverse ist Godzilla aber ein Er. Trotzdem ist der Fakt an sich nicht falsch. Godzilla vs. Kong ist schon auf Netflix, wenn du meinst. Es gibt noch keinen, der sich jetzt hier großartig darüber beschwert, dass er Godzilla weiblich genannt hat. Warum flippen dann bei mir Leute aus, wenn der einfach nur pink ist? Möglicher Spot, ich kenne mich doch auch. Du bist auf jeden Fall auch bei mir in der Community, das weiß ich. Möglicher Spoiler, es besteht die Wahrscheinlichkeit sehr extrem hoch, dass es einen zweiten Gegner im Film gibt, mit dem Namen ist Shimo. Seine Fähigkeiten, viel Eis. Wie er aussieht, gibt es im Internet viele Bilder. Ich empfehle dir Videos von Unknown Kaijuers. Schaue seine Videos seit Beginn. Aber der spoilert halt sau viel. Und atmet beim Reden. Ja, okay. Ich hab hier keinen. Okay, doch, da unten. Moment. Godzilla ist männlich, nicht weiblich, du Otto. Das wäre jetzt zum Beispiel hier so ein Grund, wo ich ganz ehrlich sagen würde, da würde ich mir überlegen, ob ich den Knaben einfach vom Kanal rausschmeiß. So, das ist so eine Erziehungsmaßnahme manchmal. Da muss das irgendwie sein. Warum kann man nicht einfach nur schreiben, Alter, oder wie ihr schreiben würdet, Digger oder Junge, Godzilla ist männlich im Monsterverse. Warum muss das du Otto noch hinten dran gehangen werden? Verstehe ich halt einfach nicht. Da ist wohl die Erziehung ein bisschen schief gelaufen. Der echte Godzilla aus Japan hatte kein Geschlecht. Das ist vollkommen richtig, ja. Aber da wäre ich gar nicht mehr so krass drauf eingegangen. Ich erwarte inzwischen wirklich, dass man einfach mal sich in den Kommentarbereichen auch verhält wie ein normaler Mensch, nicht wie so ein blöder Vogel. Das ist nicht so viel verlangt. Überlegt, ob ich ihn auch gerade bei mir bannen soll. Wissen Sie aber auch nicht übertreiben. Okay, das sollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Wahrscheinlich habt ihr das Kontroverse daran gemeint, dass er eben sagt, Godzilla ist weiblich. Das fand ich jetzt gar nicht mal so krass auf jeden Fall.
Würde mir allerdings auch gerne mehr Videos von ihm anschauen, wenn er noch weitere Godzilla-Videos gemacht hat oder gemacht hätte. Da würde ich dann aber erstmal in Ruhe durchklicken. Und, ey, wer weiß, vielleicht bekomme ich ja auch immer irgendwie dazu, dass wir vielleicht zusammen über Godzilla Kong sprechen können nach dem Film. Ich habe ja schon einen großen Spoiler-Live-Talk angekündigt auf meinem Hauptkanal. Ich werde Sebastian auf jeden Fall nochmal fragen von Filmstarts, ob er Lust hat. Der wird, denke ich mal, dabei sein. Und ihn würde ich auch nochmal fragen sogar. Da hätte ich Bock drauf. Ob er da eventuell Lust hätte, mit drüber zu quatschen. Wann kommt das, was wäre, wenn es... Ich habe aktuell keine Kamera. Was jetzt blöd anhört, weil da ist eine Kamera. Das ist allerdings eine GoPro-Kamera hier. Und die Kamera ist alt. Zu alt, um damit ein anständiges Bild hinzubekommen. Zumindest, wenn ich das vom Greenscreen mache. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera bestellt. Die kommt morgen. Und das heißt, ab morgen werde ich dann wieder Videos machen können, je nachdem, wann die morgen geliefert wird. Nächste Woche, denke ich mal. Die Woche werde ich mich hinsetzen und das Ganze anfangen. Und da wird es dann vielleicht am Sonntag, sogar wäre das eine ganz coole Sache. Ob es klappt, weiß ich aber halt noch nicht. Weil ich habe halt schlau, wie ich bin. Aber ich bin die neue Kamera bestellt und die alte aber schon verkauft. Weil Amazon aber auch gemeint hat, die neue Kamera, die kommt jetzt schon an. Am Samstag, vorgestern. Das war nicht der Fall. Jetzt kommt sie halt erst morgen. Weil die aus irgendeinem Grund aus Frankreich geliefert wird. Da steckst du halt nicht drin. Warum das so ist? Ja. Sehr sympathischer Kerl auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir da ja mal einen schönen Talk dann irgendwie zustande. Gut. Dann haben wir jetzt hier noch ein Video. Oh, da muss ich erstmal ganz kurz einen Schluck Wasser zu trinken. Achtung. Wir haben uns letztens ein Video angeschaut von einem YouTuber, der groß im Titel stehen hatte, dass er die Post-Credit-Scene jetzt revealen wird. Und er ist dann in dem Video, während er gesprochen hat, so krass vom Thema abgekommen, dass wir irgendwann bei einem ganz anderen Thema gelandet sind. Und dann war es einfach fertig. Er ist nicht auf den Punkt gekommen, was er jetzt eigentlich sagen wollte. Und das war auch allen scheißegal gewesen. Jetzt gibt's ein neues Video von ihm, wo er sagt, Godzilla x Kong, insane bad news. Massive Spoiler, huge things still not revealed and more. Also, es gibt gewaltig schlechte Neuigkeiten, laut ihm, zu Godzilla Kong. Massive Spoiler und gewaltige Dinge, die noch immer nicht enthüllt sind. Das letzte ist ein bisschen Quatsch, in den Titel reinzuschreiben. Wir gucken da jetzt mal rein. Ich weiß nicht, worum es geht, aber es kann sein, dass wir jetzt einfach mit Godzilla Kong anfangen und dann irgendwie den Bogen später schlagen zu Chip und Chap oder sowas. Das kann jetzt passieren. Wir werden mal gucken, ob er diesmal eventuell den Punkt trifft, den er eigentlich damit anfangen wollte. Ich will mindestens wissen, was die insane bad news sind. Das ist meine Voraussetzung. Die massiven Spoiler, die kommen ja erst dann scheinbar danach. Ich glaube, dann driften wir wieder ab. Ich glaube, dann kommen wir ganz woanders wieder raus. Aber die Bad News, die will ich auf jeden Fall sehen. Jetzt, hier. So. Wird es eine Fortsetzung zu Was wäre, wenn... Ja, es gibt nur einige Fortsetzungen. Die nächste Fortsetzung ist aber erstmal der Indominus Rex noch in San Diego. Das ist sogar schon fast fertig, das Video. Du wolltest noch die paar... Ach, stimmt, genau. Okay, Moment. Dieses Recolored, meinst du, wollte ich noch zeigen, ne? Godzilla x Kong... Da ist es.
Das hier ist jetzt die Recolored-Version. Ist das nicht die Zielscheibe für einen Strike von Warner, wie bei dir, Tobi? Nee, der Strike, den ich von Warner bekommen habe, der ist wirklich gewesen, weil ich einfach ein Bild reingesetzt habe in das Video, das von einer Raubkopie einfach gestammt hat im Endeffekt. Dieses Bild wurde aus dem Kino, aus einer Vorpremiere für die Presse abfotografiert. Das war damit drin. Wir können da genau drüber reden, was das für ein Bild war, wenn der Film im Kino gelaufen ist. Da werdet ihr erfahren, worum es sich dabei gehandelt hat. Okay. Jetzt haben wir halt hier die recolorte Version. These were the guardians of nature. Ja, hier jetzt ist quasi alles blau von Godzilla. Ich finde, das Blau würde ich relativ lame finden, ganz ehrlich. Ich finde, das Pink sieht sehr interessant aus. Es hat was, ey. Das wäre so eine Geister-Variante. Godzilla Ghost oder sowas. Ghostzilla, ja genau, richtig. Das sind 6 verschiedene Farben im Video. Es steht auch im Text, oder? Nee, okay. Okay, ich will eigentlich immer nur mal ganz kurz diese eine... Was haben wir jetzt hier noch? Lila, oder was? Weil das immer alles so über... So overcolored ist. Ich finde, das hier sieht immer am besten aus, diese Form, wenn man das hier sieht. Das finde ich auch geil. Boah, das finde ich sogar noch geiler als das Pink. Pink und Grün ist geil, aber Weiß ist wirklich auch nicht schlecht. Ich finde, das sieht sogar noch geiler aus als Original. Das Lila, das hat irgendwie noch so ein bisschen mehr Kraft da drin. Das gefällt mir echt gut. It was almost the end of Kong. They don't have to lock. Godzilla. Ah, da haben wir es doch sogar. Das Rot. Was hier, es tut mir echt leid, wenn ich mir den Namen noch nicht merken kann. Der liebe Kollege, den wir eben gerade davor geschaut haben, wo er gemeint hat, dass Rot auch geil aussehen würde. Das werden wir jetzt ja mal sehen. They can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. Tilorus heißt er, aber das ist dann der Hauptkanal, ne? Weil er hat ja auf seinem Hauptkanal, glaube ich, 200.000 Abonnenten. Das eben gerade war ja auch so ein Reaction-Kanal. The Titans were the guardians of nature. Ich finde, Rot sieht langweilig aus. Rot und Blau, das sind irgendwie so Standardfarben. Das hat einen schönen kräftigen Ausdruck jetzt hier, aber... Nee, ich find's nicht so geil. Ihr könnt ja mal kurz einen Chat reinschreiben, was euer Lieblingsdesign war jetzt von denen hier. Oder generell, Blau, Pink, Grün, Golden soll das sein, okay, ich nenn's Gelb, Classic White, Purple fand ich halt auch sehr krass zum Beispiel. Oder halt Rot. Also Rot würde ganz rausfallen. Ich fand das halt irgendwie ganz krass. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Das finde ich geil. Ey, vielleicht gibt's ja dann irgendwie auf Blu-ray dann so eine Variante vom Film, wo du einfach selber so die Farben umswitchen kannst. Das wäre doch mal eine Idee. Rot sieht gerade so aus wie Pink. Ja, aber nicht ganz so gut, finde ich. Mein Favorit ist der Original-Rosa, danach Lila, dann Grün. Ja, Grün war auch nicht schlecht, stimmt. Weiß auf Platz 3. Das Rot ist etwas langweilig. Das Blau ist halt schon, wir kennen das Blau halt schon, ne? Wenn Godzilla jetzt generell immer rot gewesen wäre und wäre jetzt auf einmal blau, wäre das auch erstmal so, oh, wie krass. Aber Blau kennen wir halt einfach schon. Blau ist zu oft schon passiert. Ich finde das super geil.
Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja. Lasst mich gerade mal auf die Uhr gucken. Wisst ihr was, ihr Lieben? Dann machen wir das so. Wir gucken uns das Video, das uns noch mehr verwirren wird als alles andere, gucken wir uns morgen an. Das macht jetzt mehr Sinn. Es geht nämlich 11, ja, ungefähr 12 Minuten. Dann noch ein bisschen drüber gequatscht, dann kommen wir wahrscheinlich eh wieder aufs Doppelte der Zeit. Das wird dann alles ein bisschen eng heute. Machen wir das einfach morgen in aller Ruhe. Und ihr könnt mir gerne jetzt aktuell nochmal über Instagram auch Links zuschicken, wie gehabt, was wir uns auf YouTube hier mal angucken sollen. Als Reaction. Und in Zukunft, dann, wenn der Channel dann auch fertig ist, könnt ihr auch dann auf Discord einfach draufgehen und mir über Discord eure Ideen zuschicken. So machen wir das. Okay, ihr Lieben. Das war mir immer eine Ehre gewesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder in alter Frische. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.